toll. Es wird dem einen oder anderen aufgefallen sein. Wir können höchstens sagen, dass ich Holger und du Kremers bin, dann teilen wir es auf. Der Holger, der ist im wahrsten Sinne des Wortes vom Dach gefallen. Der läuft aktuell noch etwas unrund. Er dachte, er ist bis dahin wieder soweit auf den Beinen, aber liegt nach wie vor halb invalide zu Hause. Gute Besserung, Holger. Gute Besserung. Siehst. Ja, du schaffst das. Ja, wir sind, ich würde nicht sagen unvorbereitet, aber wir haben kein Slide-Deck mit 40 Slides in 10 Minuten vorbereiten können. Wir haben uns deswegen überlegt, was sollen wir euch erzählen, so im Impulsvortrag, wie man Joomla verkauft. Das ist ja unser aller Problem und dementsprechend werden wir alle auch Lösungen dazu sammeln. Wir hatten uns das dementsprechend ja so als kleines Austauschformat überlegt. So weit waren wir eben, ne? Genau, so weit waren wir. Brauchen wir einen Einstieg? Ja, wir brauchen einen Einstieg. Steig mal ein. Also wir haben ja alle irgendwie, sind in einem Markt unterwegs, wo wir Kunden akquirieren wollen und die meisten Probleme fangen schon damit an. Ich hänge gerade. Fang du mal, bitte, sag mal. Das ist ein steiler Start. Steiler Start, super geil, ja. Steiler Start. Ja, wir haben ja heute bei Benjamin gelernt, wir müssen alle reich werden. Ne? Get rich or die trying, wir sollten es zumindest versuchen. Wie wird man reich? Mit Drogen, Geldwäsche, Cum-Ex-Geschäften oder halt mit Joomla. Ich probiere Letzteres. Mit bisher mäßigem Erfolg zugegebenermaßen, Cum-Ex wäre leichter gewesen, aber es wird. Ihr habt das gleiche Problem und wenn ihr jetzt da sitzt und überlegt, so boah, wie da ruft ein Kunde an und sagt, ich brauche was mit Website. Wie macht man dem jetzt Joomla schmackhaft? Darum geht es ja, ne? Der hat noch 5 Angebote von 5 WordPress-Agenturen, der liest ständig WordPress. Wie kriegen wir den jetzt dazu, dass er uns mit unserer popeligen Joomla-Seite nimmt? Das wäre jetzt mal so meine Problembeschreibung. Vielleicht fragen wir mal in die Runde, wer hat besonders viel Erfolg im Joomla-Verkauf von euch? Also wer schafft es relativ oft, die Kunden davon zu überzeugen, Kunde von euch zu werden? Elisa, du da hinten? Wer will mal ein bisschen erzählen, wie das immer abläuft bei euch, so ein klassischer Kundengespräch in den ersten 2-3 Minuten? Wie kriegt ihr die Leute an die Angel? Elisa, du? Ja, komm hoch oder nach vorn. Du kannst dich hier vorne hinsetzen. Oh. So, also viele Kunden kommen zu mir, weil sie auch ja Joomla wollen und weil sie mich darüber finden. Die, die noch nicht wissen, dass sie Joomla haben wollen, denen sage ich, dass Joomla den mittleren Bereich ganz gut abdeckt. Noch sehr einfach zu bedienen ist im Vergleich zu Enterprise-Systemen wie Typo 3 vielleicht, aber trotzdem mehr professionelle Anwendungen hat im Core als WordPress. Es ist von der Mehrsprachigkeit sind die ganzen Komponenten schon mit an Bord. Man muss keine zusätzlichen Sachen installieren. Von der Suchmaschinenoptimierung sind schon viele Sachen im Core drinnen und damit fange ich eigentlich die meisten Leute schon ein und überzeuge sie. Wir sammeln mal ein paar. Da hat jemand Sicherheit gesagt? Vielleicht darf ich da einsteigen. Ich zum Beispiel bin ja Betreiber der Joomla-Agentur und die Leute kommen tatsächlich mit dem Joomla-Fokus. Und die kommen ja tatsächlich mit dem Joomla-Fokus zu mir. Und bei meinen Gesprächen geht es eigentlich gar nicht um Joomla. Ja? Es geht dann immer darum, der Kunde fragt ganz klassisch, was wird das denn kosten? Oder ich habe ein Budget von 5.000, was kriege ich dafür? Oder ich möchte das und das erreichen und so weiter. Und tatsächlich ist Joomla bei mir dann irgendwie an 5. Stelle. Ja, erstmal geht es um herauszufinden, was sind die Ziele, wie können wir diese Ziele erreichen, wie groß sind die Konkurrenz in diesem Bereich, wie sind die Potenziale und so weiter und so fort. Und nachdem ich das gemacht habe, spreche ich auch das erste Mal überhaupt über das Budget. Und die Budgetfrage ist halt immer im Raum. Ja. Das gefällt den Kunden am Anfang nicht, aber meine Erfahrung ist, mit dem Weg habe ich fast von den letzten 30 Anfragen alle 30 Anfragen auch bekommen. So, ja. Das ist mein Weg zum Beispiel. Ein anderer vielleicht? Was hat es denn leichter bedienbar als Enterprise-Systeme? Was war da noch? Im Core als WordPress oder grundsätzlich? Was mit SEO gesagt? Sicherheit.
Okay, das ist der eine Ansatz. Der UFOG sagt... unwichtig. Und vielleicht, wir müssen das ja uns nicht alle jetzt antun, ein Beispiel. Der Kunde fragt mich nach dem Budget und sagt dann, ich möchte dafür 2.000 Euro ausgeben. Dann sage ich denen immer, Leute, das Geld ist erstmal nicht wichtig, lass doch mal gucken, wie viel könntest du denn mit einem Projekt, was wir für dich jetzt machen, umsetzen. Und dann sage ich denen, würdest du 1 Million damit verdienen können, dann kannst du auch 200.000 reinstecken. Ist doch so, oder? Und machst du damit nur 500 Euro im Monat, dann sind 2.000 Euro zu viel für das Thema. Also... und bei mir ist die Erfahrung, dass ich viele Kunden mit den Preisen höher bekomme, wenn ich diesen Ansatz zum Beispiel wähle und sage, lass uns mal gucken, was könntest du damit umsetzen? Und dann passiert es oft, dass wir das Doppelte vielleicht realisieren mit diesem Projekt, weil der erkennt, okay, da ist ein Wert dahinter. Dazu gehört es aber auch, dass ihr ehrlich seid, wenn jemand sagt, ich will 10 ausgeben und es macht gar keinen Sinn, dann kann es auch sein, dass ihr nur 1.000 Euro mit dem Thema macht. Also so ehrlich bin ich dann tatsächlich, das mache ich dann auch so. Aber ich habe total gute Erfahrungen damit gemacht, auch in dem Bereich sehr ehrlich zu sein und vorher erstmal eine Potenzialanalyse zu machen. No, genau. Schreib es noch weiter. Wie bitte? Wie bitte? Also 95% der Anfragen, die bei mir ankommen wegen Online-Shops, die werden verworfen. Also viele Leute sagen, ich hätte gerne einen Online-Shop, weil ja jeder einen hat. Aber spätestens, wenn Sie realisieren, dass allein die Anwalttexte, die Rechtstexte oder die Serverkosten das übersteigen, was Sie monatlich einnehmen wollen würden über den Verkauf von einem T-Shirt zum Beispiel, wird eigentlich die Idee sehr schnell wieder verworfen und man macht einfach nur ein einfaches Anfrageformular oder irgendwas. Und also das mache ich auch häufig, dass ich Kunden sogar abrate, etwas umzusetzen. Vielleicht noch ein Argument. Also mir fällt noch ein Argument ein, wie man Kunden dazu bekommt, auf Joomla zu gehen, weil die meisten Kunden, die kennen sich mit gar keinem System aus und dann kommt immer so halbwissend die Anfrage mit, ich muss ja da irgendwie meine Daten reinkriegen, aber das wissen sie bei Typo3 oder WordPress halt auch. Also ist es eigentlich technisch egal, wenn sie auf Joomla gehen, weil die Daten müssen sie so oder so ins System hacken. Ob das jetzt ich mache als Betreuer der Webseite oder der Kunde oder ein Praktikant oder ein Azubi, ist erstmal wurscht, weil wenn die sich gar nicht auskennen, müssen die sich immer mit dem System von Grund auf beschäftigen und sich überlegen, wie kriege ich denn einen Beitrag online, wie kann ich denn ein Menü anlegen und in welches System die sich einarbeiten, ist technisch völlig wurscht. Und dann kann man immer sagen, wenn du mich nimmst als dein Webmaster, dann, ich weiß, wie Joomla funktioniert, ich kenne mich damit aus, da hast du eine gute Betreuung und ich kann dir auch zeigen, wie das in dem System geht. Und das ist meistens ein gutes Argument, das zu verkaufen, weil er dann sagt, da habe ich jemanden, der ist Experte in dem System, ich selber als Kunde muss es eh lernen, also lerne ich halt das, was mein Experte kann und dann habe ich dann einen guten Ansprechpartner. Danke. Ich hätte das jetzt mal in dem Satz zusammengefasst. Ne? Das geht ja bei dir hin zu sagen, ich verkaufe nicht das Tool, sondern ich mache dem Kunden klar, dass ich der Experte bin und das, was ich dann einsetze, ist für den Kunden dann das Richtige. Aber es geht um mich und nicht um das Tool. Das Tool ist egal. Ich habe zu dem Sicherheitsgedöns als Argument, wer gerne mit nutzlosen Zahlen um sich wirft, gerade noch einen Report rausgesucht, zu Kuri veröffentlicht den. Da kann man anhand von völlig nutzlosen und bedeutungslosen Zahlen zeigen, wie viel sicherer Joomla im Vergleich zu WordPress ist. Das hat ehrlich gesagt null Aussagekraft. Also bereitet euch darauf vor, wenn das mal jemand liest, dass das auch in die Hose gehen kann. Man findet dafür durchaus Zahlen, wenn man sucht. Ja, und was man auch ganz toll sehen kann, Joomla wird auch immer sicherer und WordPress immer unsicherer. Das gefällt euch, das ist mir klar. Sagt die Zahl aus, dass 17% der Joomla-Webseiten infiziert sind oder sagt es aus, dass 17% der infizierten Webseiten Joomla-Webseiten sind. Genau. Von 100 Websites, bei denen Sucuri damit beauftragt wird, sie zu bereinigen, sind 83
WordPress-Seiten und 13 Joomla-Seiten. Da WordPress umgerechnet die zehnfache Verbreitung hat, verliert die Zahl etwas an Bedeutung, aber das muss man ja nicht unbedingt im ersten Satz erwähnen. Ich glaube, keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ich hatte eine schönere Statistik eben versucht rauszusuchen, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben auch mal eine CMS-Studie gemacht, was kaum einer weiß. Die haben auch eine zweite CMS-Studie gemacht. In der zweiten CMS-Studie war Joomla von allen getesteten Systemen das System mit den wenigsten gefundenen Schwachstellen. Auch da kann man über die Aussagekraft streiten, aber es wäre objektiver gewesen als das da, jetzt zugegebenermaßen. Leider ist die Studie nie veröffentlicht worden. Tja. Habe ich beim Mitschrieb irgendwas vergessen? Ich war kurz mit Studiensuchen beschäftigt. Wer hat denn von euch Probleme, Kunden zu finden? Jetzt wissen wir, wie es die machen, die es gut machen, aber wer ist jemand, der sagt, ich habe echt Probleme, da jemanden an die Angel zu bekommen. Und die Absprungrate ist riesig. Also von 10 Kunden werden nur 3 dann tatsächlich bei mir. Willst du kurz was dazu sagen? Hast du da was zu erzählen? Also du kannst ja zum Beispiel sagen, was die Gründe dafür sind, dass die Kunden dann nicht deine Kunden sind. Oder vielleicht hast du ja zu wenig Kunden, die anfragen. Und was denkst du, woran liegt das jetzt in dem? Liegt das an Joomla? Entweder gibst du ihr das Mikrofon oder du musst wiederholen, was sie gesagt hat. Sonst ist das für die hintere Reihe relativ witzlos. Ja, also wir sind eben auf dem platten Land. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Aber wir bekommen jetzt nicht automatisch Anfragen von Kunden. Also sehr selten eher, dass bei uns ein Kunde anruft und sagt, hier, ich brauche mal eine neue Seite. Bitte? Nee. Webdesign, also eigentlich jetzt nicht auf Joomla absolut fokussiert. Was wäre jetzt eure Strategie, das zu ändern? Also was ich im Moment mache, wir haben einiges an Kommunen und auch an Schulen und das ist wirklich alles nur durch Kaltakquise, diese Aufträge, diese Kunden. Ja. Also meine Vermutung war zum Beispiel bei ihr, plattes Land ist generell schwierig. Also wenn ich in New York zum Beispiel mein Business hätte, würde ich ganz andere Umsätze machen als in Hamburg. Ja? Und wenn ich, was weiß ich, in Lüdenscheid, da komme ich ursprünglich her. Und mein Erlebnis war tatsächlich ganz spannend. Ich war für 3 Jahre in Lüdenscheid, habe dann ein Jahr lang noch ein Hamburger Büro gehabt, habe dann meine Adresse irgendwann nach einem Jahr abgemeldet, weil ich dachte, läuft ja gut in Lüdenscheid, Telefon ist alles perfekt. Und da hatte ich 3 Monate lang kein Business mehr, kein Anruf, gar nichts. Nur weil die Adresse im Kontakt und im Impressum geändert wurde. Ja? Nach 3 Monaten voller Panik wieder ein Büro gemietet, bla bla bla, Hamburger Adresse. Und dann geht es wieder los, zum Beispiel. Ja, komische Sache. Aber auch das ist, der Standortfaktor ist auch einfach gegeben, weil die Leute trotzdem gucken, wer ist denn bei mir in der Nähe. Und große Städte sind halt dynamisch, das Kapital ist da konzentriert. Und das ist natürlich selbstverständlich, dass ich da mehr umsetzen kann potenziell als du auf dem platten Land oder Lüdenscheid halt. Ne? Das ist, sollte man auch berücksichtigen in seiner Strategie. Da wäre es zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, SEO-technisch zu versuchen, in Großstädten eher zu landen und nicht irgendwie die nähere Umgebung zu bedienen, vielleicht. Ne? Oder auch vielleicht ein Mietbüro oder eine Fake-Adresse. Du hast aber ja auch weniger Mietbewerber. Also, ja, wobei ich... Mikro. Entschuldigung. Hast du auf dem platten Land auch weniger Mitbewerber? Also, wenn du... Du kommst erstens leichter von der Suchmaschinenoptimierung hoch, ja, ja. Und wirst dann auch auffindbar, wenn jemand Webdesign Lüdenscheid sucht, kriegst du halt dann auch, sage ich mal, klar, lokale Unternehmen, die da kommen. Und das ist auch ja eigentlich da das, ist es wieder so, wo der Vorteil auch oft liegt, also das höre ich von meinen Kunden oft, dass der Vorteil ist, ich will nicht nur am Telefon mit demjenigen sprechen, sondern ich möchte ihm auch mal die Hand schütteln. Es ist einfach so. Ja. Und meine Erfahrung ist aber auch, dass auch die Lüdenscheider nach Köln telefonieren, weil die da mehr Professionalität erwarten, wahrscheinlich, okay. Was auch ein Thema ist bei dem Ganzen. Ja? Also ich habe noch ein Argument pro Joomla, was eigentlich auch immer gut ankommt bei Handwerksfirmen oder so, dass die ihre Inhalte selbst auf der Seite im Frontend pflegen können und sich nicht groß in den Backend einloggen müssen, sondern die simplen Sachen, also einen Beitrag verfassen für Aktuelles, ja. Was alle, was weiß ich, beim Handwerksbetrieb vielleicht alle 4 Wochen mal vorkommt, wenn es gut läuft, ja. Dass die sich einfach einloggen können und dementsprechend das simpel machen können. Ich habe da eine provokante Gegenmeinung. Dein Kunde will gar nicht selber Inhalte pflegen.
Und was du willst auch nicht, dass dein Kunde selber Inhalte pflegt. Du willst ihm einen 35-Euro Wartungsvertrag im Monat verkaufen, wo du seine Core-Updates machst und 15 Minuten Support im Monat mit drin hast. Das ist nämlich kalkuliert. Der macht das ja sowieso. Wir kennen ja Kunden. Kein Kunde ändert Inhalte. Also erst recht nicht einmal im Monat. Ja, dann kannst du den Wartungsvertrag ja teuer machen, wenn die das wirklich tun. Aber, ne, also, ja. Verträge. Oh, jetzt geht's rund hier. Elisa war zuerst. Ladies first. War schon dreimal oder Schluss? Die hat vieles und Wichtiges zu sagen. Ja, weil das Thema Kundenakquise allgemein angesprochen wurde. Da ging es ja jetzt gar nicht um Joomla an sich, sondern überhaupt, wie komme ich an Kunden ran? Und ich wurde mal gefragt, wie viel Zeit ich in Akquise eigentlich stecke. Und da war meine Antwort immer, gar nicht. Die Kunden kommen zu mir, ich kann mich eigentlich gar nicht retten, ständig anrufe, mache irgendwas. Das stimmt aber gar nicht. Ich stecke sehr, sehr viel Zeit in Akquise und zwar unbewusst, indem ich mich, wie Benjamin ja in seiner Keynote gesagt hat, sehr viel auch in Joomla engagiere. Ich bin sichtbar, ich bin in Glip, ich programmiere ab und zu irgendwelche kostenlosen Module, Plugins, stelle es zur Verfügung, unterhalte mich mit den Leuten. Ich habe mit David zusammen an dem Buch gearbeitet und je mehr ihr euch in der Community engagiert und je mehr sichtbar ihr seid, desto mehr Kunden kommen auch zu euch, weil die auch hier aus unseren Kreisen kommen und es ist mein Erfolgs, mein Schlüssel zum Erfolg. Okay. Oh, du machst so. Findest du nicht? Meine Kunden kommen nicht aus diesem Umkreis oder Umfeld und die interessiert es überhaupt nicht, ob ihre Webseite mit Joomla gemacht ist oder nicht. Sie wissen gar nicht, was das ist. Also ich komme ja vom Plattenland, aus dem Westerwald und ich habe die Erfahrung gemacht, da gibt es halt wirklich nicht so viele Mitbewerber, das ist wohl klar, also zumindest mal, wenn dann nur schlechte. Ja, Ausnahmen. Nee, aber es ist einfach so, ich denke, da gibst du mir recht, es geht einfach darum, wenn du einmal eine Webseite gemacht hast, die auch einigermaßen gut ankommt, und du bietest einen guten Service, und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, dass du den Service bietest, dass wenn einer anruft, dass erstens mal das dich einer erwischt, und wenn du angerufen wirst, dass dann innerhalb von wenigen Stunden das auch dann umgeändert ist, das ist, glaube ich, das, was die meisten als positiv erachten, und dann kommen die auch automatisch, also bei mir ist es auch so, die kommen automatisch, weil die gehört haben, dass da ein guter Service ist, und was ich halt auch noch mache, wenn meistens der Kunde es nicht mitkriegt oder es erlaubt, dass ich einfach unten drunter setze, unter die Webseite, provided by, so und so, ist halt auch nochmal gar nicht so verkehrt, weil ich darüber auch schon einige andere Kunden bekommen habe, die dann festgestellt haben, oh, das ist eine gute Webseite und haben runtergescrollt und haben gesehen, das kam von mir. Also das ist nochmal als Empfehlung, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Aber das Wichtigste, denke ich mir, der Schlüssel ist einfach der Service, der sollte halt passen. Vielleicht darf ich da kurz einsteigen und ich finde nicht. Ich finde... Du kannst den besten Service haben, indem du sagst, Texte kommen an, 5 Minuten sind sie drin. Ich mache irgendwie SEO ohne Sinn und Verstand, aber auch immer auf dem ersten Platz mit irgendwelchen komischen Keywörtern und so weiter. Du kannst alles perfekt machen, aber ich finde, wenn man sich professionalisieren will, dann muss man mit den Kunden eben Ziele setzen. Ja? Und irgendwie muss man diese Ziele erreichen können. Sonst ist das Liebhaberei, für den Kunden vor allem. Du machst dein Business damit, du verdienst dein Geld damit, aber was hat der Kunde davon gehabt? Das muss man evaluieren. Und ich finde, Service gehört dazu, dass es so wie Wasser flüssig ist. Das muss einfach so sein. Ja, wir sind ja Profis, wir wollen ja Geld damit verdienen. Aber wirklich wichtig ist das nicht. Erstmal kommt die Strategie, finde ich. Finde ich. David hat ja eben auch gesagt, dass man gucken muss, dass man damit natürlich auch Geld verdienen kann. Das ist vollkommen richtig. Aber ich denke, der Service ist es, dass du, gerade auch, weil du gesagt hast, David, die meisten Kunden, und da gebe ich dir vollkommen recht, die wollen ein CMS haben, weil sie selbst was draufsetzen wollen, aber 98% machen es nicht, weil es einfach dann wieder vergessen wurde, wie es geht. Und genau dann, und das sind genau die Leute, die dann bei mir mal kurz eine Mail schicken, kannst du mal, mach doch mal. Und wenn ich denen dann sage, nö, warum, ich habe keinen Servicevertrag oder wie auch immer, oder wir haben den Servicevertrag,
Da musst du nochmal extra für bezahlen. In dem Moment ist die Sache gegessen. Und wenn du dann aber den Service anbietest, machst, okay, bis zum gewissen Grad mache ich das. Oder das hast du abgedeckt mit deiner Servicepauschale. Das ist der Service, den ich meine. Nicht, dass ich alles kann, um Gottes Willen. Ich habe dich verstanden, du mich noch nicht. Ich will den Punkt dahin bringen, dass ich sage, du verdienst dein Geld, dein Business funktioniert damit. Du bietest den Service und er bleibt dein Kunde. Aber was hat dein Kunde davon, wenn du mal Texte austauschst? Also wir reden von Texte austauschen, Content-Management-System, das muss das System eigentlich können. Das ist banal für mich. Auch eine Webseite mit Joomla zu bauen ist banal. Wer das heutzutage nach 3,5 Jahren, 4 Jahren Ausbildungszeit nicht schafft, der macht was falsch. Ja? Also wer 4 Jahre schon Seiten gebaut hat und immer noch darüber redet, wie die Menüstruktur sein muss oder das und jenes, das ist banal. Dass der Service gut sein muss, ist banal. Werthaltigkeit, also value-based, dem Kunden irgendwas Mehrwert bieten. Also nicht dein Geschäft, der muss ja wachsen natürlich auch und du willst Geld verdienen, aber wie bringst du den Kunden dazu? Also Joomla ist ein Kommunikationskanal, ja? Der hat eine Webseite, der hat, was weiß ich, Mundpropaganda, der hat Visitenkarten, der macht Print und jenes. Und der Chef, wenn er schlau wäre, würde er immer jedes dieser Kommunikationskanäle bewerten und sagen, da stecke ich Summe X rein und kriege das als Wert wieder zurück. Wenn er das nicht macht, ist es Liebhaberei. Ja? Wenn er Glück hat, kann es sein, dass es gut funktioniert, auch wenn er sich keine Gedanken gemacht hat, aber es ist halt nicht so. Es funktioniert für, also bei mir ist es so, von 10 Kunden, ja, klassisch SEO-Bereich, Potenzialanalyse, dies, das, von 10 Kunden 7, nutzlos. Ich mache aber gute Service, also ich mache das. Der sagt, ja. Das ist scheißegal, das ist völlig egal, ob das ein großer Kunde ist, die großen Kunden, die kleinen Kunden, die brauchen das alle, die kleinen haben das nur nicht verstanden. Die kleinen brauchen sogar noch mehr. Es ist deine Aufgabe, deinem kleinen Kunden zu erklären, dass seine Website nicht dafür da ist, dass da herzlich willkommen draufsteht, sondern du musst dich mit dem hinsetzen und sagen, so lieber Kunde, guck mal auf dein Kontaktformular. Wie viele Kontaktanfragen werden zu einem bezahlten Auftrag? Jede zweite, super. Wenn wir deinen Relaunch machen und du hast danach 10% mehr Anfragen, wie viel Umsatz ist das im Jahr? 15.000 Euro, ja super, der Relaunch kostet 10, hast doch einen super Deal gemacht. Das ist die Denke, die du verkaufen musst. Okay, das stimmt. Also wenn du den Service meinst, also das ist dann wieder, ich habe es gerade anders verstanden mit Inhalte einpflegen und so, aber das würde dann auch, also Folgendes ist ja auch wichtig, wenn man die Webseite als irgendwie einen Gegenstand betrachten würde, ja, baut man einen Wert auf und dann hat man einen Kunden 5 Jahre lang. Ich in meiner Idee habe gerade einen Kunden, würde sagen, wenn ich diesem Kunden eine Webseite bauen kann, die er nach 5 Jahren für 1 Million verkaufen kann, habe ich was Gutes geschafft. Ja, also ich denke in diesen Proportionen. Ein Friseur zum Beispiel hat eine Webseite, du baust es 5 Jahre lang und nach 5 Jahren macht diese Webseite einen gewissen Umsatz von 20.000, 30.000 im Jahr. Dann kann man diese Seite verkaufen für 20, 30, 40, 100.000 Euro, weil du verkaufst einen Wert, den du geschaffen hast. Was ist denn aber bei einer Seite, wo du sagst, Friseur, ich habe perfekten Service und pack die Inhalte rein, herzlich willkommen, aber du machst 0 Umsatz mit der Seite. Du baust da ja nichts Werthaltiges auf. Es ist nur eine banale Seite, die jeder andere genauso machen könnte, ohne Strategie, ohne Marketing, ohne alles. Also ich würde es betrachten wie einen Gegenstand, oder den man aufbauen muss. Und das gerade für die Kleinen, weil die haben es bitter nötig. Also die Großen haben eh die Kohle. Die können das auch mal so als Investition betrachten und aus der Portokasse bezahlen. Was ist denn für die 10.000, 20.000 Euro? Ne? Aber gerade beim Friseur. Die müssen auf jeden Cent achten und was Gutes dafür bekommen. Will jemand Kontra geben? Oder? Nee, ich hätte da aber auch noch eine Anmerkung, was Elisa vorhin so schön gesagt hat. Das, was sie an indirektes, sage ich jetzt mal, Marketing macht mit ihrer Community-Arbeit, das kann ich nur bestätigen. Wir haben auch in der JUG München sehr, sehr häufig irgendwelche Anfragen von auch nicht gerade kleinen Webseiten, Kunden, die Joomla einsetzen. Da ist der Dienstleister weggebrochen, aus welchem Grund auch immer, und suchen händeringend fachliches Personal, die das weiterführen können. Das kann, also auch in dem Falle die Community-Arbeit, kann da wirklich ein sehr, sehr großes Marketingpotenzial sein, wo wirklich echt geniale Projekte daraus entstehen können. Das sollte man nicht unterschätzen. Also diese Anfragen, die durch Community-Arbeit kommen, sollte man mal drüber nachdenken, wie man sich dort integrieren will. Ich glaube, für diejenigen, die das funktioniert, für die funktioniert, ja, ich weiß, das ist ein blöder Satz, ne, aber ich glaube, man darf nicht vergessen,
dass das ein ganz schmaler Markt ist. Das ist ein ganz kleines Schnittchen. Ne? Also wenn ihr jetzt alle auch damit anfangt, morgen Community-Arbeit zu machen, dann läuft die Community wie Sau, aber wir werden darüber keine Kunden mehr akquirieren, weil das ist dann zu viele Leute für zu wenig Markt. Das glaube ich, funktioniert nicht. Und ich glaube, es ist auch illusorisch zu glauben, dass Kunden mal nach ihrer lokalen Juck gucken, wenn sie eine neue Webseite haben wollen. Das macht doch keine Sau, die googeln Webdesign Köln. Ich würde das einfach viel weiter fassen, nicht nur sagen, okay, ich mache Community-Arbeit, um zu zeigen, dass ich da bin und was ich so mache, sondern einfach viel mehr netzwerken. Und zwar nicht nur innerhalb von Joomla oder was auch immer, sondern das einfach viel breiter machen, dass ich was weiß ich, in meinem Ort, da gibt es ja immer wieder irgendwelche Verbände von den Geschäftsinhabern oder sowas, dass ich dahin gehe oder da gibt es, also ich komme aus der Nähe von München, in München gibt es verschiedenste Organisationen und darüber einfach zum Netzwerken hingehe und einfach sage, okay, da bin ich, das biete ich. Ich habe da vielleicht eine Symbiose aus Elisas und Davids und deiner Sache. Ich glaube, die tatsächlich auch, ich selber habe hier wenig Geschäft gemacht und das war auch nie mein Ziel, wollte ich nicht. Bekannt wurde ich, weil ich vom Tisch irgendwie zusammengekracht bin und hingefallen bin. Danach wusste jeder, wer Ufuk ist, so ungefähr. Ne? Das war so die Story. Hat mir wenig gebracht. Außer also Rückenschmerzen. Im direkten Geschäft. Aber was es mir gebracht hat, in der Community unterwegs zu sein und diesen ganzen Support und den ganzen Kram zu machen, was ich auch immer mache, Autorität, Kompetenz. Also ich trete bei Kunden auf, die mich das erstmal anrufen, durch diese Community ganz anders. Also ich kann argumentieren, ich kann eine Stunde labern und denen alles erzählen, weil ich so viel mitbekomme und so weiter. Das ist der Wert, den ich hier sehe. Und ich denke, wenn Elisa sagt, ich bin auch sichtbar, sie transportiert das ja schon, wenn der Kunde anruft, die Kunden merken, die hat Ahnung, die ist in diesen, sie macht ja auch diese Sachen nicht, weil sie keine Ahnung hat, sondern sie hat sich da was aufgebaut. Ja? Also das ist vielleicht der Wert, sich hier zu engagieren und sich zu professionalisieren und da Kompetenz aufzubauen und Autorität, weil der Kunde muss merken, da ist jemand, der hat Ahnung von dem Thema. Ja? Und das dann auch durchsetzen und durchargumentieren können, das wäre wichtig. Das hat mir dabei geholfen, hier zu sein. Ja? Was wäre da? Der gute Mann vom Plattenland, wie machst du das denn? Servus erstmal. Ganz kurz vielleicht nur, also wir sind aus der Region, Fränkische Schweiz, hier ein paar Meter weiter entfernt. Wir sind 4000 Seelendörfchen, bei uns gibt es gar nichts rundherum und das Problem mit Plattenland kann ich so komplett nicht bestätigen. Was ich gerade bei der ganzen Diskussion ein bisschen schade finde, ist, eigentlich geht es hier komplett nicht um Joomla. Und wir sind ja eigentlich gerade auf dem Joomla-Day, dachte ich zumindest. Und das ist hier eher Agenturcamp. Das heißt, ich finde es so ein bisschen schade, wir müssten meiner Meinung nach eigentlich so ein bisschen mal gucken, was wollen wir hier eigentlich erreichen gerade. Also nicht nur bei der Diskussion, sondern so ein bisschen allgemein. Mein Hauptproblem, sage ich mal, ist es, also wir gehen meistens eigentlich auch so vor, wie der Kollege, für uns steht nur Joomla zur Diskussion. Also ich mache keinen WordPress mehr seit 2 Jahren, wir machen keinen Typo 3, wir machen gar nichts. Also entweder die Leute machen Joomla, weil wir dazu stehen, ich mache es schon ziemlich lange, mit kurzer Pause, und bin davon einfach nach wie vor völlig überzeugt und das bringe ich auch den Kunden so rüber. Und wenn ein Kunde dann sagt, er will WordPress machen, dann ist das für mich völlig in Ordnung, dann vermittle ich ihn sogar noch in unsere Partner, weil ich will nicht das Tool an sich dem Kunden irgendwie aufzwängen, sondern jedes Tool hat jedes System, sage ich mal, hat seine Daseinsberechtigung grundsätzlich einfach und das würde ich auch dem Kunden nicht versuchen, irgendwie kaputt zu reden. So. Worum es aber meiner Meinung nach gehen sollte, ist, wie kriegen wir es hin, einfach weil wir auf unserer Webseite stehen haben, dass wir Joomla machen, weil das, denke ich, hat jeder von euch, der jetzt eine Agentur betreibt, wie kriegen wir darüber einfach mehr Kunden grundsätzlich? Und da ist eine andere Strategie aus meiner Sicht gefordert, und zwar, dass wir einfach Joomla bekannter machen müssen. Wir müssen den Leuten Bock auf Joomla machen. Die müssen zu uns kommen und sagen, sie wollen Joomla und suchen nach einer passenden Agentur und nicht andersrum. Dazu ist es natürlich so, dass wir selber allesamt viel, viel aktiver sein müssen, um Joomla voranzubringen. Das heißt, wir müssen nicht nur auf irgendwelchen kleinen Joomla-Days, wo dann hoffentlich vielleicht auch mal ein paar potenzielle Kunden sind und wir uns eigentlich letzten Endes alle nur selbst feiern, gucken, dass wir es wirklich voranbringen, dass wir das verschaffen, in den Markt zu bringen. Wir müssten meiner Meinung nach mit dem CMS-Garden zum Beispiel, ist genau so ein Ansatz ja letzten Endes, dass man den Leuten da einfach auch sagt, das ganze Joomla interessanter macht. Wir kriegen viele Kunden, weil wir haben eine Seite Joomla Oberfranken, haben wir letztens festgestellt, dass sie ein paar Monate nicht mal mehr richtig gelaufen ist, weil es eigentlich wirklich nur eine reine Landingpage ist. Trotzdem bekommen wir darüber die Kunden, weil das die Leute sind, die nach Joomla suchen, weil sie sich selber aber Joomla installiert hatten und ein Problem haben. Also was ich mir auch wünschen würde, vielleicht, um das jetzt mal abzuschließen hier, wir müssten
allesamt und das auch mit der Community und nicht unbedingt immer nur programmiertechnisch, erweiterungstechnisch und wir helfen uns gegenseitig, was alles super ist und ganz wichtig ist. Wir müssten gucken, wie wir es wirklich am Markt wieder einen Namen für Joomla schaffen zu machen, gemeinsam, aber eben auch mit den Verantwortlichen von Joomla. Vielleicht darf ich da einsteigen. Ein bisschen ist der Vortrag im Geiste von Holger Kremers, weil er meinte, er will nicht über Joomla reden. Das war gar nicht, das sollte tatsächlich ein Verkaufsgespräch sein, aber nicht für Joomla, sondern es ging um die Dienstleistungen und Professionalität und so weiter und das versuchen wir ein bisschen einzufangen. Das Zweite ist, du bist herzlich dazu eingeladen, im internationalen Marketing-Team, das genau dieses Ziel verfolgt, mitzumachen. Wir brauchen Leute, die nicht nur reden, sondern tatsächlich da mal Butter, ne? Gas geben. Wenn du da was organisieren kannst, gerne. Also warum nicht? Du hast ja ein paar gute Ideen, hört man ja. Was? Ja? Ich denke darüber nach. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Also sagen wir es mal so. Wenn du sagst, du machst hier die Seite Joomla Oberfranken, dann kriegst du die Leute, die sagen, ich brauche Joomla. So, ne? Da ist die Vorentscheidung fürs Tool gefallen. Wenn das eure Vermarktungsstrategie ist, dann ist auch die Idee, lass mal Joomla bekannter machen, für euch genau der richtige Weg. Verstehe ich, macht Sinn. Ich frage mich aber, ob das für den Markt im Ganzen funktioniert, weil die andersrum. Ich glaube, als Agentur funktioniert es dann am besten, wenn du, was Fug eben schon sagte, wenn du dem Kunden sagen kannst, hey, guck mal, lass doch das und das machen und das bringt dir im Jahr 50.000. Dafür brauchst du einen Kunden, der irgendwie ein Stück weit ergebnisoffen daran geht und der mit einem Problem zu dir kommt und von dir die Lösung haben will. Wenn er sagt, oh, ich brauche Joomla, dann hat er für sich schon die Lösung. Ich finde, das ist ein völlig anderer Ansatz. Was? Ich komme ja auch aus dem Marketingbereich und du hast ja gesagt, wir müssten Joomla bekannter machen und dann hast du das Beispiel gebracht mit Joomla Oberfranken. Das ist ja aber eigentlich kein Push in den Markt, sondern eigentlich ein Pull. Du, wie David gesagt hat, du holst sie eigentlich schon ab, wo sie die Entscheidung getroffen haben. Aber ich gebe dir absolut recht, was heißt Joomla bekannter zu machen. Zum Beispiel werden jetzt aktuell auch ein paar Beiträge bei Host Europe geschrieben und so weiter. Joomla muss sichtbarer werden. Joomla sollte auf Magazintiteln erscheinen. Und das ist halt wieder Community-Arbeit. Also wir sollten zum Beispiel, einer, der hier drinnen sitzt, könnte das Dokument vom David hernehmen und einen tollen Beitrag draus schreiben, wie man als Agentur am Markt auftreten kann, wie man Joomla verkaufen kann. Und vielleicht sehen wir das irgendwo beim Web-Hosting-Magazin oder vielleicht bei Computerbild oder wo auch immer mal auf der Titelseite als Teaser, so verkaufen sie ihre Webseite oder irgendwas. Also wir müssen einfach sichtbarer werden. Okay. Vielleicht dazu bezüglich der Sichtbarkeit, auch das passiert im Joomla-Marketing-Umfeld eigentlich relativ im engen Kreis. Wenn ich im Webhosting oder Webdesign-Magazin erscheine, dann gehe ich davon aus, dass Leute das auch lesen, die irgendwie sich in diesem Umfeld auskennen und schon irgendwie eine feste Meinung zu irgendeinem CMS-System haben. Um aus diesem Markt und tatsächlich Großmarketing zu machen und tatsächlich die bei Leuten zu verfangen, die das gar nicht kennen, da müssten wir irgendwie in der Bild-Zeitung erscheinen oder so ein Kram. Ist das realistisch? Nein. Haben wir das Geld? Nein. Sogar irgendwelche billigen Tech-Blogs, die da irgendwie bei euch bloggen wollen, sagen dann sofort, ey, ich will 1.000 Euro von euch haben, sonst kommt dieser kostenlose Beitrag von euch gar nicht online. Ja? Also es ist nicht so einfach zu sagen, einfach Manpower reinschreiben und einfach Texte veröffentlichen. Wenn man wirklich groß Marketing machen will, muss man viel Geld in die Hand nehmen. Ja? Gerade im weltweiten internationalen Markt sehe ich das nicht. Da bräuchten wir locker jedes Jahr 300.000 Budget mindestens. Ich glaube, das ist auch wirklich das zentrale Problem, weil wir zum Beispiel haben uns ausschließlich auf Joomla und Shopware konzentriert und beispielsweise bei Shopware ist es halt wirklich ja so, da steht eine Firma hinter, die ziemlich abgeht und ziemlich viel Geld in der letzten Zeit schafft zu erwirtschaften, aber eben dann auch im Grunde genommen ja über ein Partnerkonzept, also das heißt ausschließlich über Agenturen, das ganze System sozusagen nach vorne bringt. Das heißt, die machen das Marketing an meisten Stellen, ne, sind auf Messen und so weiter und so fort und dadurch wird das ganze System dann halt immer interessanter, immer für Agenturen immer interessanter. Also ich meinte jetzt nicht unbedingt Kunden, weil ich glaube, das haben auch
auch die meisten ja hier schon gesagt, in der Regel ist es den meisten Kunden egal, außer sie haben schon ein System und wollen das auch weiter nutzen. Die suchen gezielt nach Joomla. Deswegen auch meine, mit Joomla Oberfranken greife ich die Leute ab, die wirklich schon wissen, dass sie Joomla wollen oder, wie die Kollegen da vorne auch gesagt haben, mit ihrem anderen Dienstleister unzufrieden sind, weil es vielleicht nur so eine kleine Klitsche war oder sowas. Ne? Das ist halt für mich ziemlich einfaches Marketing. Deswegen nutze ich da tatsächlich den Namen, den das System bei den Leuten, die es bereits nutzen, sozusagen schon hat. Ne? Für mich geht es wirklich darum, wir haben ja auch ziemlich viele Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, als Dienstleister im Hintergrund und so weiter. Und da ist tatsächlich bei ganz, ganz, ganz vielen Agenturen, egal welcher Größe, Joomla völlig verschrien. Also wirklich nach wie vor völlig unsicher und scheiß System und kann man nicht benutzen und so weiter. Und da versuchen wir zumindest halt auch immer so ein bisschen ran und dann auch den anderen Agenturen zu sagen, dann nutzt es doch mal, ne? Wir zeigen es euch. Man kann es, wenn es vernünftig gemacht ist, ist es halt richtig cool. Und da, glaube ich, müsste man versuchen, wirklich auf die Agenturen vielleicht sogar aktiv zu gehen, um dann das ganze Thema damit zu pushen, weil die Agenturen sind die Verteiler, nicht der Kunde. Eine Ergänzung zu dem Ding, wo du eben sagtest, das ist hier ja mehr jetzt so ein Agenturcamp statt ein Joomla Day. Ne? Ich will dir zeigen, warum ich es wichtig finde, dass das genauso ist, weil das Joomla-Agenturumfeld echt grausam ist. Also fühlt euch nicht persönlich angesprochen, ihr seid bestimmt nicht die ich gleich zeigen werde, aber das sind echt alles kleine Pissagenturen. Ich habe so eine Umfrage mal in die Facebook-Gruppe von Joomla reingeschrieben und auch mal in unseren Clip-Channel geworfen mit so 4 Fragen. Ne? Genau, Jahresumsatz, Mitarbeiterzahl, das Durchschnittsvolumen meiner Webprojekte und mein Stundensatz. Und allein schon erschütternd ist der Jahresumsatz. Es gibt genau 3 Firmen, die mehr als 350.000 Euro Umsatz machen. Normales Faustregel, wenn man sagt, boah, ich will meine Agentur langfristig und wirtschaftlich betreiben, sollte man so Pi mal Daumen 80 bis 100k Umsatz pro festangestellten Mitarbeiter kriegen, sonst wird das nichts. Im Umkehrschluss gibt es nur 3 Agenturen, die sich mehr als 3 Mitarbeiter leisten könnten. Das schlägt sich dann auch hier wieder in der Mitarbeiterzahl dann nieder. Genau 2 mit mehr als 10 und die allermeisten sind kleine Pissagenturen mit weniger als 3 Leuten. Nicht persönlich nehmen, bitte. Ich bin auch so eine. Das durchschnittliche Projektvolumen ist unterirdisch. Für ein 5.000-Euro-Projekt, da geht eine normale Typo-Agentur hin und hat dann den Installer durchlaufen lassen. Da machen wir komplett fertige Webprojekte für. Und das Einzige, was mich etwas milde gestimmt hat, sind einigermaßen brauchbare Stundensätze. Ne? So alles ab 75 ist noch nicht cool, aber kann man mit leben. An alle, die weniger als 75 Euro die Stunde nehmen, ihr habt kein Business, ihr habt ein Hobby. Das funktioniert langfristig nicht. Und das ist die bittere Realität des Joomla-Agenturmarkts. Das Tool-Thema ist eins. Wir haben so einen schlechten Ruf-Thema, ist auch eins. Aber ihr müsst den Arsch hochbekommen und endlich professionelle Agenturen werden. Das ist ein genauso großes Thema. Und das ist das da. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, wie wollt ihr einem Kunden eine Seite verkaufen, die 50.000 wert ist, wenn es dem Kunden nichts bringt, wenn ihr das nie durchkalkuliert habt. Die wollen harte Fakten und Zahlen. Ne? Die wollen das richtig wie im Businessplan durchgerechnet haben. Wenn ich das und das und mache und das Geld da reinstecke und Investoren habe, was kriege ich dafür? Und wie willst du ein 50.000-Euro-Projekt umsetzen, wenn du die One-Man-Show bist, ganz gut HTML und CSS kannst, aber überhaupt keine Backend-Entwicklung einbringen Beispiel, könntest, die so einen Wert Beispiel, erzeugt? Ne? Also da müssen wir echt ran. Ja. Und das ist dann nicht mehr die Joomla-Frage, finde ich. Da geht es dann tatsächlich darum, so professionell zu sein, dass man, bevor man über Joomla redet, genau diese Schritte gehen kann und kalkulieren kann und Businesspläne und all den Kram, Business-Canvas-Modelle, was es da alles gibt. Ne? So ein bisschen die Verkaufsschiene. Noch was? Irgendjemand? Alle erschüttert. Alle erschüttert. So, weil da sieht man im Durchschnitt mal, was gibt denn im Prinzip jemand aus, der Handwerker ist oder ähnliches, für seine Webseite. So, dem brauchst du mit 5, 8, 10.000 Euro nicht zu kommen. Dem kommst du auch mit einem riesen Businessplan nicht. Der sagt, ich brauche nur eine Webseite, das nee, einfach muss da komplett sein. Komplett falsch, in meinem Kontext komplett falsch. Ja, aber das ist das reale Leben, wie es eigentlich läuft. Nee. Doch. Ich habe es anders erlebt. Also jetzt
ich argumentiere wieder, Handwerker, Maler, habe ich schon gesagt, es gibt Maler, die können sich vor Aufträgen nicht retten, ja. Hochpreisig und was weiß ich, wir haben ja gerade darüber geredet. Und dann gibt es den anderen Maler, der, was weiß ich, klein, klein bleibt, weil er auch klein denkt. Was weiß ich, was für Gründe, weil er nie über Werte, Ziele nachgedacht hat. Na, der will vielleicht nicht größer werden, der ist zufrieden mit dem, was er hat, der ist glücklich und hat vielleicht nicht 30 Angestellte. Ich kann dir versprechen, wenn ein Handwerker in Hamburg kommt, und ich könnte ihm versprechen, irgendwie Suchmaschine, Keywords, Handwerker, Hamburg, wird 10.000 Mal gesucht. Wir rechnen aus, dass er damit, wenn er auf dem ersten Platz ist, vielleicht 100.000 Umsatz machen könnte mit der Webseite. Dem leiere ich meine 20.000 ab. Glaub mir. Siehst du, da bist du wieder bei dem Wort, wie heißt das? Könnte. Aber das kalkulierst du ja. Ja, du kannst kalkulieren, du kannst aber nicht Umsätze garantieren, die er damit erreicht, ja? Ich verstehe dein Argument. Kleine Zwei-Mann-Gas-Wasser-Scheiße-Firma von nebenan, genau. Die werden natürlich niemals mehr als 2.000 Euro in eine Website investieren, aber das ist nicht dein Kunde. Du willst den gar nicht. Du willst ihn zu der WordPress-Frickelbude von nebenan vermitteln und 15% Provision nehmen und die Zeit, die du damit frei hast, in eine Akquise für ein großes Projekt investieren, an dem du in den nächsten 3 Jahren 100.000 verdienst. Das ist das, was du willst. Wenn das so funktioniert. Das funktioniert. Ja. Wenn er denn Erfolg haben könnte. Das ist Wenn ist wichtig, ja. Aber das kriege ich hin. Genau. Fertig, vorbei, aus. Schluss. Ja, was? Ach, du willst noch was sagen? Dann sag noch was und danach sage ich noch ein Schlusswort. Die berühmten letzten Worte, ja. Wen das interessiert, letzte Session heute im Raum Mittwald, da geht es genau darum, wie man eine Agentur mit Joomla aufbaut. Ich glaube einfach, das Wichtige, was auch Ufuk meinte, ist tatsächlich aus dieser, ich fühle mich so ein bisschen wie bei so einer Büttenrede hier oben, das Wichtige ist tatsächlich, glaube ich, wirklich, dass man aus der Vergleichbarkeit rauskommt. Weil wenn ihr genau das anbietet, was der Kunde möchte, dann seid ihr mit 3 oder 4 anderen Agenturen, die der Kunde auch oder der potenzielle Kunde auch anfragt, im Wettbewerb. Wenn ihr das aber nicht macht und wenn ihr den Weg geht, wie Ufuk das macht oder wie wir das auch machen und wirklich über Lösungen sprecht und nicht über technische Argumente oder technische Merkmale, dann könnt ihr auch tatsächlich mehr Geld verdienen und dann funktioniert es auch mit dem Gaswasser-Scheiße-Menschen. Amen, ich sage euch. Gut, ein bisschen zusammengefasst, es gibt gute Argumente für Joomla. Ne? Also wenn man mal in der Situation ist, dass man sich rechtfertigen muss, warum das jetzt unbedingt sein soll, die Argumente sind da und sie lassen sich auch belegen. Alles überhaupt kein Thema. Wir haben mitgenommen, dass es diese Vorurteile gibt, dass die Marke Joomla, das Brand, echten Optimierungsbedarf hat. Wir haben mitgenommen, dass Kundenakquise auf dem platten Land nicht einfach ist, dass man sich ein Stück weit für die eigene Strategie entscheiden muss. Bin ich der Joomla-Spezialist, vermarkte mich als solcher und ziehe Joomla-Kunden? Oder gehe ich den anderen Weg und sage, hey, ich bin lösungsorientiert, ich will Werte schaffen und das Tool ist irgendwie das Ding in der dritten Reihe. Und ich gehe gar nicht diesen Weg der Argumentation. Das waren so die wichtigsten Dinge, glaube ich. Ne? Haben wir was vergessen? Achso, und wir nehmen nicht weniger als 75 Euro die Stunde, weil sonst ist es ein Hobby. Das ist auch ein wichtiges Takeaway, bitte. Gut, vielen Dank für euren Dankeschön. Input. Das war schön. Kurzweilig.